Deutschlandfunk, kontrovers. Und dazu begrüßt Sie heute Philipp May. Herzlich willkommen zu unserer Vormittagsdiskussion in Deutschlandfunk. In Frankreich war die Brandmauer am Ende doch stabiler als von vielen erwartet. Aber das kann nicht über die Tatsache hinwegtäuschen, dass der Rassemblement National die Anzahl ihrer Sitze im Vergleich zu 2022 fast verdoppelt hat. Klar ist, in großen Teilen des Landes wird der RN längst nicht mehr als das rechtsextreme Schmuddelkind wahrgenommen, sondern als ganz normale Partei. Lange undenkbar. Und jetzt schauen wir auf die letzten Wahl- und Umfrageergebnisse in Deutschland und sehen, der Trend der letzten Jahre geht auch hier in eine ganz ähnliche Richtung. Der Rechtsruck ist spürbar. Das Vertrauen vieler Bürgerinnen und Bürger, dass die Politik die großen Probleme der Zeit lösen kann, das erodiert zusehends. Und die Ideen der Parteien in der Mitte, wie man dem Aufstieg der AfD in Deutschland Einhalt gebieten könnte, sind höchst unterschiedlich. Mehr Zusammenarbeit aller Parteien, von CDU bis Grüne, beim Haushalt, beim Klimaschutz, bei der Migration, bei der Energiewende? Oder ist das Gegenteil richtig? Mehr Profilschärfung, mehr Abgrenzung. Und hält die Brandmauer auch noch nach den Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern im Herbst? Es ist kompliziert und deswegen reden wir drüber in Kontrovers. Nach den Wahlen in Frankreich, wie weit sind die Rechtsextremen noch von der Macht entfernt? Das ist unsere Sendung. Doch bevor wir in unser Diskussionsthema in den nächsten anderthalb Stunden einsteigen, holen wir uns nochmal eine solide Grundlage aus Frankreich in Paris bei unserer Korrespondentin Christiane Kess, die jetzt zugeschaltet ist. Christiane, warum ist der RN doch nicht die stärkste Kraft geworden? Es war jetzt schlussendlich in diesem zweiten Wahlgang entscheidend, dass die linken Parteien und die Macronisten Kandidaten zurückgezogen haben in Wahlkreisen, in denen mehr als zwei Kandidaten für die Stichwahl angetreten wären. Das Ziel war, gegenüber dem RN-Kandidaten nur einen Gegenkandidaten zu platzieren, der dann die besten Chancen hat gegen die extreme Rechten und die Stimmen auf sich vereinen kann. Und diese republikanische Front, wie man das hier nennt, die hat gewirkt. Die meisten Wähler haben sich gegen den RN entschieden und für den alternativen Kandidaten. Das war etwas, womit die Meinungsforscher davor nicht wussten, wie umzugehen. Deswegen waren einige Vorhersagen da auch nicht ganz zutreffend mehr. Marine Le Pen hat gesagt, der Sieg des Rassemblement National sei nur aufgeschoben. Hat sie einen Punkt? Das weiß im Moment natürlich niemand. Aber klar ist, Sie haben es schon kurz erwähnt, der Rassemblement National hat viele Sitze hinzugewonnen. Er hat seine Abgeordnetenmandate von 89 auf 143 aufgestockt. Man kann grob sagen, etwa ein Drittel der Französinnen und Franzosen ist für den RN. Es scheint also immer noch so etwas zu geben wie eine gläserne Decke. Zwei Drittel der Franzosen sind gegen die extrem Rechten. Wegen des französischen Mehrheitswahlrechts ist es natürlich trotzdem auch möglich, dass man mit so einem kleinen Teil in die Regierung kommt. Und jetzt nehmen wir mal an, wir haben vielleicht eventuell eine etwas chaotische Regierungszeit vor uns. Also wir wissen nicht, wie es kommt, kann natürlich auch ganz anders laufen, aber nehmen wir mal an, es wird eben nicht so, läuft nicht so ohne Hindernisse und locker, wie sich viele das jetzt wünschen würden. Davon könnte der Rassemblement natürlich der Rassemblement National bei der nächsten Wahl profitieren. Wo wird denn der Rassemblement National vor allem gewählt? Die Wähler der extremen Rechten sind zum Großteil Männer. Wenn wir uns das nach Berufsgruppen anschauen, ist der Großteil Arbeiter. Direkt danach kommen die Angestellten. Die Altersgruppe, die den Rassemblement National am stärksten wählt, sind die 50 bis 59 Jahre Alten, aber nicht nur. Der RN punktet auch immer mehr bei jungen Menschen, die in der Mehrzahl allerdings immer noch links wählen. Und je älter die Wähler sind, desto mehr verschiebt es sich dann Richtung extrem rechts. Das geht in etwa so bis zu den 70-Jährigen, die über dieser Grenze liegen, entscheiden sich dann wieder mehr für die politische Mitte, also in dem Fall das Lager von Präsident Macron. Und wenn wir einen kurzen Blick noch auf die Karte werfen, die Landkarte Frankreichs, um das geografisch einzuordnen, kann man sagen, fast im ganzen Land hat der RN Wähler hinzugewonnen. Es gibt wirklich wenige Gebiete, wo im ersten Wahlgang, als noch das gesamte Parteienspektrum zur Auswahl stand, es wesentlich schwächer gewesen ist, das Niveau als die nationalen Werte. Das ist zum Beispiel in und um Paris oder auch in der Bretagne. Was sind die Themen, mit denen der Rassemblement National punktet? Warum wählen die Menschen Rassemblement National?
Viele erhoffen sich finanzielle Verbesserungen in ihren Lebensverhältnissen, gerade wenn es um prekäre Arbeitsverhältnisse geht und die Sorge groß ist, wie kommt man überhaupt noch über die Runden oder wie baut man einen ordentlichen Rentenanspruch auf. Und das geht bei Wählern des RN oft zusammen mit dem Argument, die Politiker würden zu viel ausgeben für Ausländer. Damit können illegale Einwanderer gemeint sein oder auch legale Einwanderer oder auch finanzielle Hilfen für andere Länder, zum Beispiel die Ukraine. Und das zweite Thema, das die RN-Wähler vor allem beschäftigt, ist die Sicherheit. Eine vermeintlich hohe Kriminalitätsrate, die auch hier wieder in Verbindung gebracht wird mit der Einwanderung. Und genau diese Verbindung stellt der RN her und darauf baut er seinen Diskurs auf. So, Christiane, jetzt ist ja aus deutscher Sicht ein Thema ganz interessant, dass der RN sich vor der Europawahl von der AfD losgesagt hat, weil Marine Le Pen einige Aussagen der AfD zu radikal, zu krass waren. Wie radikal ist der Rassemblement selbst noch? Das ist genau diese Strategie, die Marine Le Pen fährt, eine Strategie der Normalisierung. Sie möchte die Partei nicht mehr als extrem rechts eingeordnet wissen. Sie hat sich unter anderem klar positioniert gegen Antisemitismus. Aber allein in diesem Wahlkampf gab es zum Beispiel eine große Diskussion darüber, weil der RN Menschen mit einem zweiten Pass den Zugang zu bestimmten strategisch wichtigen Posten, so hat er das formuliert, beschränken möchte. Es wurde nicht genauer definiert, um welche Stellungen es da genau geht. Aber das hat hier für viel Empörung und auch für Sorge gesorgt. Es gibt in Frankreich immerhin 3,5 Millionen Menschen mit einer doppelten Staatsangehörigkeit. Und wenn wir einen kurzen Blick in das Programm des Rassemblement National werfen, steht hier zum Beispiel auch drin, eine nationale Priorität soll heißen, der Zugang zu bestimmten Sozialleistungen ist erst einmal nur für Franzosen vorgesehen. Es gibt nach wie vor eine sehr harte Linie beim Thema Migration. Man möchte alle Ausnahmen abschaffen, die eine Abschiebung von Ausländern verhindern. Man möchte die medizinische Versorgung von illegalen Einwanderern zurückfahren auf eine medizinische Notversorgung. Es sollen auch die Legalisierungen von illegalen Einwanderern ausgesetzt werden. Das würde in Frankreich vor allem die Gastronomiebranche und die Baubranche treffen, die stark davon profitieren. Also man muss unter dem Strich sagen, dieses Programm ist nach wie vor klar nationalistisch. Danke, Christiane Kess, live aus Paris. Und jetzt kommen wir zu den Gästen dieser Sendung nach den Wahlen in Frankreich. Wie weit sind die Rechtsextremen noch von der Macht entfernt? Zugeschaltet ist Christian Hirte, Vorsitzender der thüringischen Landesgruppe der CDU im Bundestag. Schönen guten Tag. Guten Tag, Herr Mayer. Lamia Kador ist aus ihrem Wahlkreis in Duisburg zugeschaltet. Sie ist innenpolitischer Sprecherin der Grünen im Bundestag. Hallo, Frau Kador. Guten Morgen, hallo. Und ebenfalls aus seinem Wahlkreis in Viersen zugeschaltet ist Kai Gottschalk, stellvertretender Bundessprecher der AfD. Guten Tag. Guten Tag, Herr May. Und wie immer bei Kontrovers wollen wir natürlich auch, dass Sie sich beteiligen, liebe Hörerinnen und Hörer, indem Sie anrufen. Die Nummer ist 00800 4464 4464. Ich wiederhole, 00800 4464 4464. Sie können uns auch mailen an kontrovers@deutschlandfunk.de oder Sie schreiben uns eine WhatsApp, das geht auch. Die Nummer ist 0173 5690322. Ich wiederhole auch die Nummer nochmal, 0173 5690322. Und wie immer ist auch einiges schon auf unserem Anrufbeantworter gelandet, den wir für die Sendung von 8 bis 9 geschaltet haben. Hören wir mal rein. Hier ist Sebastian Mayer aus Lilienthal bei Bremen. Wie weit sind die Rechten von der Macht entfernt? Die Rechten sind so weit von der Macht entfernt, wie die Demokraten sie daran lassen. Das ist für mich die Lehre aus Frankreich. Charpentier, Frankfurt. Zunächst einmal scheinen Sie in Frankreich noch einen Dämpfer bekommen zu haben und erheblich entfernt zu sein. Aber wir wissen nicht, was 2027 ist. Kein Mensch kann in die Glaskugel schauen. Allerdings ist eines historisch festgehalten. Linke Parteien, die sich zu einem Bündnis zusammenschließen, neigen dazu, sich selbst zu zerlegen. Ich rufe aus Hamburg an. Mein Name ist Paul. Na dann, Köln, der Front National, beziehungsweise der Rassemblement, wie er jetzt heißt, war ja schon bei der letzten Wahl in Frankreich der heiße Kandidat, das Präsidialamt zu übernehmen. Er hat es nicht geschafft, weil die Bevölkerung in der letzten Minute sich noch besonnen hat.
andere Parteien zu wählen, beziehungsweise Macron. Das wird auch in Zukunft so bleiben, da bin ich mir absolut sicher. Florian Trede, Düsseldorf. Also ich muss schon sagen, wirklich Respekt an die Rechten in Europa, dass sie es geschafft haben, aus wirklich jedem Ereignis ein Thema für sich zu machen. Da gewinnt ein linkes Bündnis in Frankreich die Wahl und trotzdem ist am nächsten Tag das Thema die AfD. Schneider, Stuttgart. Ich glaube nicht, dass der Rechtsradikalismus siegt. 70% der Deutschen haben aus unserer Vergangenheit gelernt und sind klug genug zu erkennen, dass die AfD wirtschaftlich unser Untergang wäre und dass ganz schnell es vorbei wäre mit Frieden, Freiheit und Wohlstand. Soweit unsere Hörerinnen und Hörer. Lamia Kador, innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. Wie schauen Sie auf das Ergebnis der Wahlen in Frankreich? Naja, zunächst einmal, glaube ich, mit großer Erleichterung, ehrlich gesagt, dass es doch gelungen ist, ein breites linkes Bündnis so aufzustellen und auch Kandidaturen zurückzuziehen, um den Sieg von Marine Le Pen und dem Rassemblement National zu ermöglichen. Und gleichzeitig muss ich sagen, ist es wahrscheinlich, also erstmal ist es sehr gut, auch für Europa sehr gut. Und das möchte ich auch so festhalten. Es zeigt zumindest, dass es möglich ist, den Rechten die Stirn zu bieten. Und gleichzeitig ist es schon so, wie der Zuhörer oder der Anrufer gerade gesagt hat. Also eigentlich hat Europa letztlich gewonnen und hat proeuropäische Kräfte und trotzdem reden wir am Tag darauf über das Erstarken der Rechten. Und ich glaube, das ist symptomatisch auch für unsere Debatte hier in Deutschland. Ich glaube aber, dass es auch wichtig ist, dass wir darüber reden, wie wir diesen Rechtsruck weiter verhindern können. Okay. Christian Hirte, Sie sind Vorsitzender der thüringischen Landesgruppe der CDU, wo die AfD besonders stark ist. Was machen Sie mit dem Ergebnis? Ich glaube, in der Tat ist es gut, dass die populistischen Rechten in Frankreich nicht zu stark wurden. Auf der anderen Seite gehört zur Wahrheit dazu, dass dafür sehr stark wurde der linkspopulistische Block. Und wenn ich mir anschaue, was wir in den letzten Wochen und Monaten in Thüringen erlebt haben, dann ist es häufig so, dass ein Zusammenschluss aller anderen am Ende auch kontraproduktiv sein kann, weil das Narrativ der AfD, es gebe so eine nationale Front, alles eine linke Mischpoke und wir sind die Einzigen, die irgendwie noch gegen die da oben für die normalen Leute Politik machen wollen, dass das teilweise verfangen kann. Das haben wir erlebt bei dem Landrat jetzt von der AfD in Sonneberg. Und ich glaube, wir müssen sehr aufpassen, dass bei der Auseinandersetzung ganz links und ganz rechts die politische Mitte nicht über die Räder kommt. Und da ist in Frankreich durchaus auch nicht alles zum Besten bestellt. Ja, hätten Sie eine bessere Idee gehabt jetzt kurz vor der Wahl bei den Wahlergebnissen aus dem ersten Wahlgang? Nein, das steht mir auch gar nicht zu. Ich kann das auch viel zu wenig für Frankreich beurteilen. Ich sehe nur, dass man nicht alles eins zu eins für Deutschland übertragen kann. Mhm. Kai Gottschalk, stellvertretender Bundessprecher der AfD, der Rassemblement National, war lange verbündet mit Ihnen. Hat sich, ich habe es ja gerade schon im Gespräch mit meiner Kollegin Christiane Kess gesagt, aber vor der Europawahl von der AfD losgesagt. Welche Schlüsse ziehen Sie aus der Wahlnacht? Also zunächst freue ich mich natürlich, dass wir im konservativen Bereich deutlich zulegen konnten. Das Trennen des RN zur Zeit von uns, ich denke, man muss über die Zeit mal warten. Da müsste vielleicht Marine Le Pen erkennen, das sei ein Fehler. Aber wir haben auch inhaltlich natürlich große Unterschiede. Denn Marine Le Pen hätte gerne weiter das Geld der deutschen Steuerzahler in die große EU verteilt. Und ich glaube, auch hier liegen unterschiedliche Betrachtungen. Also insgesamt ein guter Tag für die Konservativen, eine Verdopplung des Ergebnisses. Sie sagten das bereits, für Deutschland die Rückschlüsse zu ziehen, fällt schwer. Wir haben hier ein Verhältniswahlrecht, in Frankreich ein Mehrheitswahlrecht. Das wird natürlich auch gern durch Bündnisse wie in, Sie haben es eben angesprochen, Herr Hirte, in Sonneberg versucht, sozusagen auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, Sonneberg steht noch. Wir sollten einfach aufhören mit der Dämonisierung, dass Linken natürlich rechts und konservativ nicht schmeckt. Aber rechte Parteien und rechtes Gedankengut, konservatives Gedankengut gehört genauso zur Demokratie wie linkes Gedankengut. Und ich bin bei Herrn Hirte. Das macht mir Sorgen, wenn Sozialisten, Linkspartei, Grüne und Kommunisten einen Block bilden und das hier in Teilen der Gesellschaft dann auch noch als Erfolg abgefeiert wird. Herr Hirte, ist für Sie der Rassemblement National auch eine konservative Partei? Nein, also konservativ würde ich die nicht bezeichnen. Konservativ meint, wenn man will,
das Gute bewahren und weiterentwickeln und keine Revolution. Das ist, glaube ich, sowohl beim Rassemblement als auch bei der AfD anders, die da wirklich radikale Änderungen wollen. Allerdings muss man sehr, sehr aufpassen, dass man eben bei der Differenzierung zwischen rechts, rechtspopulistisch, rechtsradikal und rechtsextrem nicht alles über einen Kamm schert. Wiewohl die Grenzen fließend sind, nicht alles, was rechts ist, ist auch rechtsextrem. Okay. Und wo ist der Rassemblement National da? Ja, das ist schwierig. Also viele sagen, er sei zwischen rechtspopulistisch und Rechtsextremismus. Das kann ich jetzt als Deutscher nicht ganz so gut einschätzen. Also nach dem französischen Innenministerium ist er noch nicht rechtsextrem, aber populistisch mit extremen Anwandlungen. Ja. Am Ende ist ein Durchmarsch des RN ja verhindert worden, wir haben es gesagt, weil sich das linke Lager und das Mittellager verbündet haben. Es wurde viel über Jahrzehnte in Frankreich über diese Brandmauer gesprochen. Die Brandmauer hat gehalten, aber die Konservativen waren schon nicht mehr mit dabei. Finden Sie das richtig, Herr Hirte? Was heißt, finde ich das richtig? Der Wähler hat den Konservativen ein Zeugnis ausgestellt, das dazu führte, dass die praktisch keine Rolle mehr spielen. Ob ich das richtig finde, das habe ich nicht zu entscheiden, das hat der französische Wähler entschieden. Ja. Offenkundig aus guten Gründen. Ja. Frau Cador, wie sehen Sie das? Also für mich ist der RN durchaus, hat mindestens rechtsnationalistische bis zum Teil auch extremistische Züge. Spätestens dann, wenn antisemitische Narrative wiedergegeben werden oder wie wir es gerade von Ihrer Kollegin Frau Kess gehört haben, dass die Besetzung von Posten im Staatsapparat nicht durch Doppelstaater, also Doppelpassbesitzer sozusagen vorgenommen werden soll, dann kann man ja schon mal auf die Idee kommen zu sagen, also die stehen doch durchaus mindestens rechts bis rechtsnationalistisch, wenn nicht sogar extremistisch. Das würde ich schon so einordnen. Also was wir vielleicht insgesamt erleben, auch hier in Deutschland, ist eine zunehmende Fragmentierung der politischen oder der Parteienlandschaft. Hm. Das sehen wir ja auch durchaus hier. Und ich glaube, das ist schon auch Teil einer europäischen Entwicklung. Es ist auch erstmal nicht unbedingt schlecht, dass wir uns zunehmend fragmentieren. Was aber durchaus so ist, und ich glaube, das sollte uns zu denken geben, dass wir einen Aufstieg der Rechten erleben. Wir erleben aber auch, und das möchte ich hier deutlich sagen, auch wieder die Abkehr von einst Rechten, zum Teil mit Regierung oder Regierung siehe Polen. Das macht durchaus Hoffnung, dass das möglich ist. Und es macht auch in Frankreich ein Stück weit Hoffnung. Nun ist Frankreich aber auch nicht besonders koalitionserfahren. Und wir wissen ja auch von den Parteien, dass sie eigentlich auch gar nicht miteinander koalieren wollen. Das stellt jetzt natürlich die Franzosen jetzt vor einer großen Herausforderung. Die sind da vielleicht etwas geübter drin in solchen Geschichten. Aber beispielsweise den RN oder beispielsweise auch die AfD als konservativ zu bezeichnen, das steckt aus meiner Sicht dem Fass dann schon ein bisschen den Boden aus. Wir haben einen ersten... Sagen Sie, wenn Sie den Satz... Ich sagte, dass aus meiner Sicht ist das eine Verharmlosung und auch eine gezielte Verharmlosung, Menschen ein Stück weit auch Sand in die Augen zu streuen. Wer rechts wählen will, wir leben in einer Demokratie, der wählt natürlich auch rechts. Und trotzdem ist es so wie die Dame, ich habe mir das sehr genau angehört, was ihre Anrufer so gesagt haben. Ja, 70% der Deutschen, ich spreche jetzt mal nur für Deutschland, sehen sehr wohl die Gefahr eines Rechtsruckes und haben vielleicht doch aus der Geschichte gelernt und wählen bewusst eben nicht rechts. Wir haben einen ersten Hörer in der Leitung, Herr Joos aus dem Kreis Bitte was? Richtig, sagte ich. Ah, sehr gut. Ich sagte, Sie hätten mich korrigiert, weil ich den Namen falsch gesagt hätte. Also Herr Joos, Herr Joos aus dem Kreis Minden lese ich jetzt hier auf meinem Computer. Hallo Herr Joos, was ist Ihre Meinung? Bitte. Jawohl. Meine Meinung ist folgende. Erster Punkt ist, der N hat trotzdem gewonnen, weil sie einfach schlichtweg die meisten Stimmen erreicht haben. Und das kam letztendlich nur zu dem Bündnis der linken Parteien dazu, dass sie nicht die Stimmen bekommen haben, die sie praktisch gebraucht hätten, um die Mehrheit zu erlangen. Aber vom Verhältnis her haben die schlichtweg gewonnen. Das wurde auch schon mehrmals ja gesagt. Ein anderer Punkt macht mir viel mehr Sorge. Und das ist der, dass der LFI, eine linksfaschistische Partei, also ich meine La France Insoumise von Mélenchon. Ja, genau. Ja. Ganz klar, dass mein Französisch ist nicht sehr ausgeprägt, muss ich sagen. Von daher versuche ich es dann so. Ja. Dass also der LFI
ganz klar prognostiziert oder favorisiert, dass die Palästinenser Israel vernichten sollen. Also der Vorsitzende sprach davon auch, diesen Slogan, der in Deutschland verboten ist, vom Jordan to the sea. Ein weiterer Punkt ist, es gab eine Umfrage unter französischen Juden und da wurde gefragt, welche Partei schürt den größten Judenhass in Frankreich? Und da hat also der LFI mit 92% gewonnen. Die zweite Partei waren die Grünen gewesen mit 60% und danach kam der RN mit 49%. Ja. Und ich habe Bauchschmerzen, wenn eine solche Partei mit einer Regierung sitzt. Ja. Und bei der ganzen Freude, sage ich mal, die auch in den Medien geteilt wird, dass der RN verhindert wurde, macht mir doch solche Aussagen oder solche Stimmen schon Sorgen. Weil das ist ja letztendlich bloß andersherum. Also auf der einen Seite die Rechten, auf der anderen Seite die Linken. Und was nun die Linken anrichten, das haben wir ja nun auch in der deutschen Geschichte ja leidvoll erfahren müssen. Okay. Herr Jus, ich unterbreche Sie nur ungern. Ihr Punkt ist angekommen, aber wir laufen schon auf die Nachrichten zu. Und wenn Sie geübter Deutschlandfunkhörer sind, wissen Sie, die Nachrichten sind unerbittlich. Die kommen um 10.30 Uhr, aber wir nehmen Ihren Punkt mit in unsere Diskussionsrunde. Und ich verspreche Ihnen, um 10.35 Uhr greifen wir das nochmal auf hier in unserer Diskussionsrunde nach den Wahlen in Frankreich. Wie weit sind die Rechtsextremen noch von der Macht entfernt? Rufen Sie gerne an, so wie Herr Jost das getan hat, unter der Nummer 00800 4464 4464. Ich wiederhole nochmal ganz schnell 00800 4464 4464. Bis gleich. Willkommen zurück zu Kontrovers, unserer Diskussion am Montagvormittag im Deutschlandfunk. Das Thema nach den Wahlen in Frankreich, wie weit sind die Rechtsextremen noch von der Macht entfernt? Mit mir diskutieren Lamia Kador, innenpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Kai Gottschalk, Bundestagsabgeordneter und stellvertretender AfD-Bundessprecher und Christian Hirte, Thüringer Landesgruppenvorsitzender der CDU im Bundestag. Sie können sich auch noch beteiligen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie anrufen unter der 00800 4464 4464. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben, kontrovers@deutschlandfunk.de oder eine WhatsApp 0173 56903. 0173 56903 222. Und wir machen natürlich da weiter, wo wir vor der Werbung, wollte ich schon fast sagen, vor den Nachrichten aufgehört haben. Und zwar war das der Punkt von Herrn Joos aus Minden, der die Sorge geäußert hat über Antisemitismus in Teilen der Linken, namentlich La France Insoumise. Dazu passt eine Mail von Stefan Edgeton. Die Freude über die Verhinderung des RN-Siegs in Frankreich ist bei mir sogleich der Ernüchterung gewichen. Mit wie geringer Demut, Klammer auf, Ausnahme Glucksmann, die VertreterInnen des Linksbündnisses das Wahlergebnis aufgenommen haben. Die Forderung, das eigene Programm ungekürzt umzusetzen, verkennt die realen Mehrheitsverhältnisse, weckt Erwartungen, die enttäuscht werden müssen und kann die Radikalisierung weiter befördern. Frau Kador, Sie haben gesagt, das Wahlergebnis ist auch gut für Deutschland und für Europa. Wieso? Nein, vielleicht lassen Sie mich erstmal zwei, drei Sätze verlieren zum Thema Antisemitismus. Ich glaube, also ich beschäftige mich ja viel mit dem Phänomen, auch politisch, aber aus Sicht, glaube ich, von Jüdinnen und Juden ist weder der RN noch Mélenchon besonders beruhigend. Also die Alternative sozusagen aus der jeweiligen Sicht ist halt aus jüdischer Perspektive beides ein Problem. Aber das linke Bündnis ist ja nicht nur Mélenchon, das muss man sagen. Und deshalb ist es ja auch so schwierig, da eine vernünftige Koalition hinzubekommen, weil es eben genau diese antisemitischen Stimmen gibt, die man irgendwie versuchen muss herauszuhalten, wenn es um die Koalitionsbildung geht. Ja. So, und jetzt müssen Sie mir nochmal Ihre Frage wiederholen, denn ich habe gerade... Achso, nee, das ist ja vollkommen legitim. Ja. Es geht im Prinzip in die richtige Richtung, weil Sie gleich am Anfang gesagt haben, das ist ein gutes Ergebnis für Europa und für Deutschland. Und ich habe einfach ganz naiv gefragt, warum?
Naja, es ist insofern gut, als dass wir natürlich, also wenn wir nicht mehr zucken würden, wenn Rechte oder Rechtsnationalisten bis Extremisten irgendwo vor einer Mehrheit stehen würden, wenn das für uns hin, also von uns hingenommen werden würde, ohne dass es da irgendwie eine Gegenbewegung gäbe, dann wäre das in der Tat erschreckend. Insofern ist das natürlich gut, dass sich Parteien, Politikerinnen und Politiker dahin einigen konnten, dass man ein großes Bündnis dagegen stellt. Mhm. Das ist erst einmal erleichternd, dass das möglich ist, weil wir ja alle davon ausgegangen sind, dass das RN oder der RN eine große Mehrheit bekommen wird und dieses Land dann eben erst einmal wahrscheinlich ins Chaos stützen würde. Deshalb ist das erstmal erleichternd, dass es offensichtlich möglich ist, auch Stimmen oder Wählerinnen und Wähler zu aktivieren, die vorher offensichtlich vielleicht gar nicht zur Wahl gegangen sind und die jetzt sagen, gut, bevor die Rechte an die Macht kommen, wählen wir zur Not sozusagen links. Mhm. Aber ist natürlich nicht die feine Lösung, nicht die beste und auch nicht die, die wir uns alle vielleicht erwünschen würden. Denn natürlich muss es auch darum gehen, gemäßigte Kräfte, Menschen und Politiker und Politiker an die Macht zu wählen, die aus meiner Sicht jedenfalls, würde ich meinen, vernünftige Stimmen in die Debatte bringen, die vernünftige Lösung finden, die differenzierte Stimmen da reinbringen. Ich weiß, es ist anstrengend und offensichtlich auch für viele Wählerinnen und Wähler in demokratischen Zeiten und Zuständen, in denen wir gerade leben, offensichtlich eine Zumutung oder zu anstrengend. Aber ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei, dass wir uns wieder auf Vernunft versuchen zu besinnen und nicht nur auf die schrillen und zum Teil auch sehr populistischen Töne. Scheint ja immer schwerer zu fallen von Wahl zu Wahl. Herr Hirte, ist es tatsächlich so, dass man Feuer nur noch mit Feuer bekämpfen kann aus Sicht der etablierten Parteien? Ich habe schon eingangs gesagt, dass ich die Begeisterung nicht teile, weil ich eben genau die Gefahr sehe, dass hier ein Erstärken der Ränder haben, links und rechts und die politische Mitte darüber unter die Räder kommt. Gott sei Dank, oder was heißt Gott sei Dank, wir haben in Deutschland ein anderes Wahlsystem. Man muss sich nicht dafür entscheiden, wenn man nicht ganz rechts will, ganz links zu wählen, sondern man kann auch in der Mitte bleiben. Und innerhalb der Mitte gibt es ein großes Auswahlspektrum, auch in Deutschland. Deswegen kann man die Situation, das Wahlergebnis in Frankreich, überhaupt nicht mit dem vergleichen, was unsere politische Situation in Deutschland ist. Ist das wirklich so? Es könnte ja durchaus sein, wenn wir jetzt nach Thüringen schauen und sich die Prognosen und Umfragen so bewahrheiten, dass die Parteien der Mitte jenseits von AfD, BSW und Linkspartei höchstwahrscheinlich keine eigene parlamentarische Mehrheit mehr zustande bekommen. Und dann? Ja, der entscheidende Punkt ist aber, wir haben in unserem deutschen Wahlrecht ja das Verhältniswahlrecht und nicht das Mehrheitswahlrecht. Und das hilft dann aber auch nicht mehr. Ja, das heißt aber, dass man sich nicht auf eine Person konzentrieren muss, sondern immer noch im Zweifel die politische Gruppierung wählen kann, die man selbst für vernünftig hält. Also in Thüringen zum Beispiel, meine Heimat, zeichnet sich ab, dass die jetzige Linkskoalition unter Führung des linken Ministerpräsidenten Ramelow keine Chance mehr hat, weil sie auch keine Mehrheit in der Bevölkerung hat, diese Koalition fortzusetzen. Und in der Tat, dann ist zum Beispiel in Thüringen die Situation, dass die Frage sich stellt, ob ein AfD-Vorsitzender Höcke oder ein CDU-Chef Vogt künftig eher den Anspruch aussprechen können, das Land regieren zu können. Da muss man nicht wieder nach ganz links oder nach ganz rechts, sondern kann auch sich für die politische Mitte entscheiden. Okay, dann schauen wir mal wir schauen mal auf die Gründe, warum die AfD auch in Deutschland immer stärker wird und warum wir jetzt genau über dieses Diskussionsthema hier diskutieren. Mike Gotzes hat gemeldet, alle Regierungsparteien weigern sich, die Ursachen des AfD-Volks zu benennen, weil dieser Erfolg ein Ergebnis auch der eigenen Politik ist. Zum Erstaunlichen dieser Partei gehört, dass sie trotz aller, in Anführungsstrichen, Gärigkeit relativ stabil dasteht. H. Moritz schreibt, wem Ränder links und rechts nicht passen, soll einfach Politik für die Bürger machen. Und Hilmar hat eine WhatsApp geschrieben, der einzige Ausweg aus dieser Situation ist eine ehrliche Reflexion über die schlechte Politik der letzten Jahrzehnte und ein entsprechender Kurswechsel. Wird wieder nur getrickst und Fehler kosmetisch übertüncht, ist das Ende der Demokratie in Deutschland nur eine Frage der Zeit. Herr Gottschalk, welche Rolle spielt die Politik der jetzigen Regierung und der letzten Regierung für den Aufstieg Ihrer Partei? Eine sehr große. Ich war ja auch ein Bürger, der sich lange, nennen wir es mal, ich nehme mal die Worte von Frau Cador aus, die ja auch wieder hier gut mit
Begrifflichkeiten spielt. Der RN hätte Frankreich ins Chaos gestürzt, glaube ich beileibe nicht. Aber so wird dann auch gerne manchmal mit Populismus Geschäft gemacht. Mhm. Also ich habe mich engagiert, bin Gründungsmitglied dieser Partei, weil genau das, was Sie skizzieren, mich angenervt hat. Und Herr Hirte, das ist eine Antwort vielleicht auch darauf und auch auf Ihre Frage, Herr May. Wir haben natürlich, Gott sei Dank, ein Verhältniswahlrecht. Aber nehmen wir mal die CDU. Die kann es wirklich so ungefähr mit jeder anderen Partei. Sie tolerieren mit sozusagen in Thüringen einen Herrn Ramelow. Das dürfen Sie jetzt nicht beklagen. Da hätten Sie andere Möglichkeiten gehabt. Sie tolerieren oder koalieren in Hessen mit der SPD. Sie koalieren in Schleswig-Holstein und bei mir in NRW mit den Grünen. Auch die Resultate sehen wir. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Viele Parteien haben zwar ein Programm oder meinen eins zu haben, oder die CDU ist, täuscht gerne noch an, sie sei ein bisschen konservativ. Wer dann tatsächlich bundesweit mit Grünen oder auch mit einem Herrn Ramelow ein Problem hat, der kann das den Bürgern eben auch nicht mehr plausibel machen. Und kommen wir zu dem Problem. Natürlich, wir haben die Euro-Problematik nach wie vor, die mich in die Partei bewogen hat zu gehen, als auch ein sehr laxer Umgang mit anderen Rechtsvorschriften. Dann haben wir den, finde ich, Kotau, die Flüchtlingskrise von 2015, in der eine Kanzlerin für mich das Recht gebrochen hat und auch für viele andere, die das ganz sachlich diskutieren. Die Probleme sehen wir heute. Um die Probleme wird herumgeredet. Und ich fand zum Beispiel von dem Herrn, der angerufen hat, Herr Joost, sehr interessant, und das nehmen auch viele in Deutschland wahr, wenn ich nämlich mit Jüdinnen und Juden und nicht gerade mit den Hochrepräsentanten der Verbände spreche, auch das ist ein Problem, dass die Verbände oft gar nicht mehr wiedergeben, was ihre Mitglieder wollen, dass die jüdischen Mitbürger sich eben durch die Massenmigration über 2015 hatten. Und das haben wir ja auch in Berlin jetzt gesehen im Zuge des 7. Oktober und des was der Hamas auf Israel. Dort ging die Gewalt aus und lange Zeit wurde auch da gerne der bösen Rechten an die Wand gemalt. Also, ja. Und ich glaube, auch deine gelassen. Ich bin jetzt erst das zweite Mal dran. Die anderen Kollegen durften ja schon dreimal an der Stelle. Und ich glaube, die Bürger haben auch gelernt, dass sie da einer CDU oder einer SPD eben nicht mehr glauben. Die hatten jetzt 40 Jahre Zeit, entsprechend ihre Probleme und die Probleme des Landes zu lösen. Wir konnten 93 schon über die Rentenproblematik, nicht? Herr Blüm. Aber Herr Gottschalk, was ist denn Ihre Lösung? Ganz kurz, die können wir ja gleich diskutieren. Auf jeden Fall glaube ich nicht mehr, dass die älteren Parteien, die länger regieren und die Bürger das annehmen und unterstellen, dass die diese Probleme noch lösen können. Und ich glaube, wir können die lösen, wir werden sie lösen. Und zum Schluss sei gesagt, Gewinner ist tatsächlich, ich habe mir gerade mal die Zahlen des französischen Ministeriums gezogen, der RN, der hat nämlich über 10 Millionen Stimmen bekommen. Die Linken haben nur 6,9 Millionen bekommen und insoweit sehen wir auch da sicherlich im Punkt, wie soll man Demokratie gestalten. Man kann nicht auf Dauer gegen 10 oder 12 Millionen Menschen Politik machen, ja. Sollte man in Deutschland auch nicht. Herr Gottschalk, jetzt hat Frau Kador schon eine Frage gestellt, ja, die mir auch unter den Nägeln brannte. Wie wollen Sie das denn lösen, wenn Sie beispielsweise die Rentenproblematik ansprechen wollen? Mhm. Ja, also die Rentenproblematik, da haben wir bei uns im Programm zum Beispiel auch vielfach stehen, dass wir uns am Schweizer Vorbild orientieren könnten. Also dort zahlen alle ein, beispielsweise auch Selbstständige, auch Beamte. Das ist natürlich schwierig, weil viele Landesbeamte und Bundesbeamte, da haben wir unterschiedliche Problemlagen. Wir müssten uns mal über das Äquivalenzprinzip unterhalten. In der Schweiz zahlt man auch, wenn man 14 Millionen Euro verdient, auch diese 14 Millionen Euro entsprechend in die Rentenkasse ein. Und selbstverständlich können wir uns auch über versicherungsfremde Leistungen der Rentenkasse unterhalten. Und ich glaube, hätte man das Problem eben schon, wir haben es durchgerechnet, schon Anfang 2000. Ich komme aus der Versicherungswirtschaft und da arbeitet man mit Zahlen. Man hat dieses Problem wie so viele Dinge aufgeschoben. Unsere Infrastruktur, die Deutsche Bahn, also die Probleme lösen heißt, wenn man sie erkennt, sie auch angehen und nicht kleinreden oder negieren und zweitens frühzeitig handeln und drittens ernsthafte Reformen anstoßen. Und das war zuletzt, muss ich ja sagen, Kanzler Schröder mit harten Maßnahmen, aber die haben gewirkt. Und seit Schröder ist dieses Land nicht reformiert worden und das werden wir ändern. Frau Kador. Ja, also ehrlich gesagt, das sind ja keine ernsthaften Lösungen. Also Sie haben gerade was vorgeschlagen aus der Schweiz, um dann zu sagen, naja gut, bei uns ist es natürlich ein bisschen anders, Äquivalenzprinzip. Und genau das ist ja auch das, was man bei Ihnen eben raushört. Natürlich kann man sagen, wir sind unzufrieden über die, also ich gestehe das jedem Bürger und jeder Bürgerin zu, natürlich kann man sagen, ich bin unzufrieden mit der aktuellen Regierungskoalition oder da wird zu viel gestritten. Wobei ich sagen möchte, in einem Dreierbündnis muss man streiten. Also wer glaubt, alles könnte in Frieden und super ruhig und konstruktiv gelöst
gelöst werden, ohne dass man sich mal auseinandersetzt und vielleicht auch ein bisschen heftiger auseinandersetzt. Es ist auch merkwürdig, das zu glauben. Das gehört dazu, dass wir streiten. Aber was sind denn Ihre großen Lösungen gegen die Arbeitslosigkeit? Was sind die großen Lösungen gegen den Arbeitskräftemangel? Was sind denn Ihre großen Lösungen, wenn es darum geht, den Krieg in der Ukraine, dass wir die Ukraine unterstützen müssen? Was sind die Lösungen für den Nahostkonflikt? Sie haben gerade lang und breit über den Antisemitismus in diesem Land gesprochen. Und dass Sie beispielsweise mit Vertretern und Vertreterinnen von jüdischen Gemeinschaften sprechen würden. Der Zentralrat der Juden möchte mit der AfD nichts zu tun haben. Also insofern würde ich Sie mal fragen, was sind da Ihre konkreten Lösungen? Ja, gerne. Zum Beispiel das Problem der Arbeitslosigkeit. Das hat Ihre Koalition verbockt, indem wir völlig sinnlos, sinnbefreit. Das ist keine Lösung. Doch, natürlich, wenn Sie die Arbeitskosten und die Energiekosten. Nein, Sie sagen, was blöd ist, aber Sie sollten sagen, was Sie vorhaben. Ja, wir wollen die Kernenergie zurück. Das habe ich doch eben gesagt. Wir wollen den Strompreis damit deutlich wieder vergünstigen, damit die deutsche Wirtschaft, die Aluminium, die Stahlindustrie, die Autoindustrie, die chemische Industrie, die nach China abwandert, wieder wettbewerbsfähig ist. Wir haben ein ernsthaftes Wettbewerbsfähigkeitsproblem in unserem Land durch eine ideologisch verblendete Energiepolitik. Das tut mir leid, das so hart zu sagen. Wir sind das einzige Land weltweit, Sie können mit amerikanischen Forschern, das diesen Husarenstreich gewagt hat, ohne weitere Grundlasten großartig zu haben. Naja, es gibt relativ viele Länder, die keine Kernenergie haben. Also es ist ja nicht so, dass Deutschland, das einzige Land ist, ne? Ja, aber die sind nicht eine der größten Wirtschaftsnationen, ne? Also wenn Sie von Tourismus. Was tun Sie gegen den Arbeitskräftemangel, Herr Gottschalk? Was wir gegen den Arbeitskräftemangel tun, wir haben nach wie vor über 4 Millionen Menschen, die wir in den Arbeitsmarkt integrieren könnten. Wir haben über 2 Millionen Bürgergeldempfänger, das wissen Sie. Wir haben auf der anderen Seite viele Menschen, die leider, das ist ein Problem, was nicht erst seit Schröder und Agenda 2010 bekannt ist, sich schwer motivieren lassen, aus ihren Sozialbezügen in den Arbeitsmarkt zu wechseln. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn wir echte Fachkräfte, für die wettbewerblich sind, auch für unser Land gewinnen können. Aber wir dürfen ja gar kein Fachkräfteproblem haben, wenn wir die Einwanderung seit 2015 sehen. Und insoweit müssen wir dieses Problem, glaube ich, mal ernsthaft beide diskutieren. Wir machen an dieser Stelle mal einen ganz kurzen Punkt, weil wir haben einen Hörer in der Leitung, Herr Blum aus Wuppertal. Herr Blum, bitteschön. Ja, schönen guten Tag in die Runde, in die Zuhörenden. Mein Punkt ist, wenn ich mir die Karte Frankreichs anschaue und die einzelnen Wahlergebnisse dort, ist festzustellen, dass es einen ganz klaren Zusammenhang gibt zwischen der Wahlentscheidung für ein Rassemblement National einerseits und dem, was vor Ort in der Kommune, im Landkreis an Infrastruktur da ist. Wenn der Arzt fehlt, wenn der Bäcker fehlt, wenn das Amt nicht erreichbar ist, fußläufig in 30 Minuten, dann ist eine ganz starke Wahrscheinlichkeit dafür, dass in dieser Region rechts gewählt wird. Und ich denke, dass praktische Politik einfach dort anfängt, in der Kommune, vor Ort anfängt, wenn Menschen auch nicht mehr zugehört wird, weil das Amt schon gar nicht mehr erreichbar ist, wundert mich nicht, dass Menschen sich von Politik entfernen, sich nicht gehört und nicht wahrgenommen fühlen. Ich nehme gerne auch als Beispiel das gestrige Sommerinterview von Frau Weidel. Was hat sie sich aufgeregt darüber, dass die Grenzkontrollen nicht möglich sind, aber während der EM jetzt also noch offensichtlich doch illegale Einwanderung aufgedeckt hat. Ja, dann kann man das doch auch verstetigen. Und wann immer die AfD laut ruft, manchmal hat sie doch auch einen Punkt. Und ich bin mir so sicher, dass man auch solche Punkte finden kann, die man auf Basis unserer demokratischen Prinzipien im Rahmen der EU umsetzen kann. Und ich möchte einfach dieses Gejammere nicht, sondern all das, was Herr Gottschalk sagt, ist ja nicht völlig am Thema vorbei, aber es gibt auch demokratische und würdevolle Antworten auf diese Probleme, die aufgezeigt sind. Ich habe eben im Sinne kommunaler Infrastruktur einige Beispiele gegeben. Super Punkte, die Sie da ansprechen. Vielen Dank, Herr Blum. Das gebe ich direkt in die Runde weiter. Wobei ja auch nochmal klargestellt wurde in diesem Interview, dass die Bundespolizei schon gesagt hat, wir können das jetzt 4 Wochen durchhalten, aber dann sind wir wieder bei Arbeitskräftemangel. Wir können das niemals über einen längeren Zeitraum durchhalten, weil wir sind nach dieser EM am Ende unserer Kapazitäten angelangt. Herr Blum deutlich machen wollte, ist, dass der
die erfolgreiche Arbeit einer Regierung mit den Ergebnissen auch für die Bürgerinnen und Bürger dazu führt, ob die Regierung und damit in der Regel ja noch die politische Mitte gestärkt wird oder eben diejenigen, die außerhalb der Regierung sind und vor allem die politischen Ränder. Und wir haben zurzeit in Deutschland relativ offenkundig für jeden eine Regierung, die nicht mehr intern in der Lage ist, sich zu verständigen, vernünftige Dinge zu gestalten. Und sie wird von der Mehrheit der Bürger als hochgradig ineffizient wahrgenommen. Hm. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wir haben nach wie vor die Situation, selbst in den Ländern, wo die AfD am stärksten ist, dass 70% nicht bereit sind, AfD zu wählen und sich das auch gar nicht vorstellen können. Wir müssen vernünftige Politik machen und daran scheitert es häufig. Und um vielleicht ein paar Punkte zu benennen, wir haben zum Beispiel ein Problem bei dem, was viele Leute vor allem mit geringen Einkünften sehen im Bereich der Lohngerechtigkeit. Die jetzige Ausgestaltung des Bürgergeldes zum Beispiel kann so, wie sie heute ist, nicht bleiben, weil es einfach nicht sein kann, dass Leute, die arbeiten könnten, sich zum Beispiel darauf verlassen, dass die Gemeinschaft sie alimentiert, unabhängig davon, wo sie herkommen, aus dem Land oder aus dem eigenen oder aus dem Ausland. Ich glaube, da gibt es so viele Punkte, Energie- und Klimapolitik, mhm. Wirtschaftspolitik, wo viel, viel Luft nach oben ist und damit man den politischen Rändern auch Wasser von den Mühlen nehmen könnte. Weil das jetzt zweimal gefallen ist, das Wort, Frau Kador, war die Erhöhung des Bürgergeldes ein Fehler? Nein, nicht so ohne weiteres, denn ich habe mir auch noch mal die Zahlen tatsächlich heute Morgen angeguckt. Wenn wir uns die ganzen letzten Jahre anschauen, dann ist, also ich will Ihnen jetzt nicht die absoluten Zahlen, den kann ich aber trotzdem machen, wenn Sie es haben möchten, also das Bürgergeld, Arbeitslosengeld, Bürgergeld, das ist in den letzten Jahren etwa konstant bei 4 Millionen geblieben, dann ist es ein Stück weit auf 3,9 Millionen zurückgegangen, 3,7, dann mit 2022 3 Millionen 700.000 und jetzt sind wir bei 4 Millionen. Also über die ganzen letzten Jahre, 10 Jahre ist diese Tabelle, die ich hier sehen kann, die Übersicht, ist das Bürgergeld etwa bei 4 Millionen Leistungsbezügern gewesen. Und das, glaube ich, ist auch nicht ganz irrelevant, das so einzuordnen, denn wir haben keinen wesentlichen Anstieg und quasi vorher hatten wir überhaupt kaum Bürgergeldempfänger. Das ist eben auch nicht die Realität. Und was Herr, ich möchte das gerne nochmal in Bezug auf Herrn Blum sagen. Er hat völlig recht. Ich lebe hier in Duisburg linksrheinisch und da ist es sehr schwierig beispielsweise mit dem Bus einfach in die Innenstadt zu fahren. Ja, das sind immer nur ein paar Verbindungen. Die Infrastruktur ist manchmal auch etwas schwierig. Ich verstehe und sehe auch das Problem. Ich teile auch den Frust. Und gleichzeitig ist es doch so, dass nicht über Nacht erst dieses Problem aufgetaucht ist. Das heißt, wir haben in dieser Regierung auch Probleme aufgreifen müssen oder Herausforderungen gesehen, die man über Jahre hat so weit kommen lassen. Und zu glauben, wir können innerhalb von 3 Jahren Regierungszeit das einfach alles auf links drehen und von jetzt auf gleich quasi jeden Arbeitsplatzmangel erfüllen, geht halt nicht. Das geht tatsächlich nicht. Diese Erwartung können wir nicht erfüllen. Und gleichzeitig teile ich das. Ja, da muss gute Politik ran. Sie haben recht. Aber bei der Gleichzeitigkeit von so vielen Krisen, und das möchte ich auch deutlich sagen, Klimawandel, Krieg in der Ukraine, Krieg im Nahen Osten. Viele glauben, es hätte mit uns hier kaum was zu tun. Ich würde sagen, es hat sehr viel mit uns hier in dieser Gesellschaft zu tun. Wir haben sehr viele Krisen, mit denen wir gerade zu tun haben und die sehr viel Geld benötigen. Bildungskrise, das möchte ich ja auch mal deutlich sagen. All das erfordert nicht nur Geld, sondern natürlich auch gescheites Handeln. Und es ist natürlich wirklich komplex, gleichzeitig so viele Feuer zu löschen. Das ist keine Entschuldigung, aber es ist vielleicht eine Erklärung, warum es nicht so schnell innerhalb von 3 Jahren Regierungszeit alles zu lösen ist. Ja. Welche Rolle? Frau May, wenn ich das gleich sagen unbedingt. Darf, die Mehrheit, Frau Kador, will eben das Land nicht auf links gedreht haben. Ich glaube, das ist genau das Problem. Sie glauben, mit noch mehr Engagement in die falsche Richtung würde man irgendwie da vorankommen. Ich glaube, das ist gerade nicht der Fall. Wir haben doch die Situation, dass eine große Anzahl an Menschen die Politik ihrer Regierung ablehnen. Es gab noch nie eine so schlechte Akzeptanz von Regierungspolitik und auch von einem Kanzler, wie wir es aktuell haben. Jetzt können Sie sagen, ja, die böse 16 Jahre Merkel waren allem schuld, aber das ist natürlich Unsinn. Sie machen eine Politik, die von vielen Menschen nicht gewollt ist. Ja, jetzt hat Frau Kador gesagt, wir müssen die Politik auf links drehen. Man könnte auch in den 90er Jahren den damaligen Bundespräsident Roman Herzog zitieren, der, glaube ich, damals schon das Gleiche gemeint hat, als er gesagt hat, durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Im Anbetracht der Tatsache, dass es ja, dass wir wirtschaftlich mittlerweile nicht mehr so dastehen, dass sich ganz offensichtlich viele Probleme, angefangen von der Demografie, Klimawandel, vor uns auftürmen, auch Migration natürlich, Steuerung der Migration. Was ist denn Ihr Vorschlag? Dass alles so bleiben kann, wie es ist, Herr Hirte?
Ich bin ja zunächst gefragt. Ich frage erstmal Herrn Hirte, dann Herr Gottschalk, dürfen Sie die Runde beenden und dann haben wir auch schon wieder Nachrichten. Also man kann ja über vieles kritisch reden, was in 16 Jahren der Regierungszeit von Angela Merkel passiert ist. Aber wirtschaftlich waren das extrem erfolgreiche Jahre. Wir hatten hervorragendes Wirtschaftswachstum. Wir waren die Konjunkturlokomotive Europas. Wir haben eine sehr pragmatische Energie- und Wirtschafts- und Klimapolitik gemacht, die am Ende auch funktioniert hat. Und das ist auch der entscheidende Punkt. Das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen eine Politik machen, die auch pragmatisch den Realitäten in die Augen schaut und nicht versucht, aus rein ideologischer Sicht bestimmte Dinge voranzutreiben, unabhängig davon, wie die Umstände um uns herum sind. Und selbstverständlich haben die sich dramatisch gewandelt in den letzten Jahren. Und darauf muss man reagieren. Herr Hütter, jetzt hat Frau Kadu es auch schon gerade gesagt, ist mir auch sofort eingefallen. War es pragmatisch, auf russisches Gas zu setzen während der Ära Merkel? Das war pragmatisch aus heutiger Sicht. Aus heutiger Sicht war es nicht sehr klug, aber zur Wahrheit gehört, dass wir geguckt haben, wie wir unsere Klima- und Energiepolitik so machen können, dass sie eben nicht nur zu einer CO2-Reduzierung, sondern auch zu einer Bezahlbarkeit führt. Und von der Breite der Gesellschaft, der Industrie, der Verbraucher und auch von der Politik waren eben auch preiswerte Energiepreise gewollt. Und das ist auch heute noch der Fall. Und da war eben Gas billiger als jede andere Energie, zumal Pipeline-Gas aus Russland. Das gehört einfach so weit dazu. Herr Gottschalk, jetzt haben Sie noch eine Minute. Danke. Ja, ich staune. Also Frau Merkel hat sich wunderbar auf den Reformen von Herrn Schröder ausgeruht und hat ansonsten den Ausstieg aus der Kernenergie zelebriert, ist für die Flüchtlingskrise verantwortlich und hat ansonsten eine Politik der ruhigen Hand, das war wohl der große Lehrmeister Herr Kohl, vollzogen, das Problem bringt. Und dann hat jetzt diese, muss man ja sagen, Zauberlehrlingskoalition übernommen, die alles noch viel schlimmer macht und Öl ins Feuer gießt. Nein, wir müssen die Wettbewerbsfähigkeit tatsächlich der Wirtschaft endlich stärken wieder in Deutschland. Das ist das Kernproblem. Wir leben von der Wirtschaft, vom Geld. Wir sind eine Exportnation an der Stelle und wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Und das haben meine Vorredner und deren Parteien zu verantworten. Frau Merkels völlig irrationaler und überhasteter und populistischer Ausstieg aus der Kernenergie, das Aufmachen der Grenzen mit den damit verbundenen Kosten. Also wir müssen wieder wettbewerbsfähig werden und vielleicht reden wir da nach den Nachrichten mal drüber, wie wir das können. Mal sehen, ob wir das schaffen. In Kontrovers 00800 4464 4464. Ich wiederhole 00800 4464 4464. Ihre Meinung ist gefragt, rufen Sie an. Bis gleich. Am Mikrofon mit Philipp May. Willkommen zurück zu unserer letzten halben Stunde Kontrovers, unserer Montagsvormittagsdiskussion im Deutschlandfunk nach den Wahlen in Frankreich. Wie weit sind die Rechtsextremen noch von der Macht entfernt? Lamia Kadour, innenpolitische Sprecherin der Grünen, diskutiert mit uns. Kai Gottschalk, Bundestagsabgeordneter und stellvertretender AfD-Bundessprecher. Und Christian Hirte, Thüringer Landesgruppenvorsitzender der CDU im Bundestag. Sie können sich auch beteiligen, wenn Sie anrufen unter der 00800 4464 4464. Ich wiederhole 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail kontrovers@deutschlandfunk.de oder Sie schreiben eine WhatsApp 0173 5690 322 0173 5690 322. Das ist unsere WhatsApp-Nummer und wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Herr Oswald aus Nordhessen. Guten Tag, Herr Oswald. Ja, hallo in die Runde. Ihr Punkt. Mein Punkt ist, dass ich erstmal sehr froh bin über den Ausgang der Wahl in Frankreich, dass die Franzosen doch eher nach links und in die Mitte rücken, zumindest was die Kandidaten jetzt in der zweiten Wahlrunde gezeigt hat. Das bedeutet aber, dass die Regierungsbildung in Frankreich schwer wird und Macron geschwächt ist. Das heißt, für Deutschland kommt natürlich jetzt noch mal eine ganz starke Führungsrolle zu mit Bundeskanzler Scholz und auch der zukünftigen Kommissionspräsidentin von der Leyen. Denn es zeigt sich, dass die Rechten und die Rechtspopulisten Europa ins Verderben führen müssen. Wir haben leider in Deutschland zwei Russlandparteien, AfD und BSW. Und die CDU in Deutschland ist in der Frage völlig instabil. Und insofern gehe ich davon aus, dass die Ampelregierung hier den Turnaround schaffen wird.
Denn die sozialen Verwerfungen sind ja die Blütentreiber des Rechtspopulismus. Und insofern halte ich Europa derzeit für sehr vernünftig. Man sieht in England die Wahl. Man sieht in den skandinavischen Ländern die Wahl, dass die Rechten zurückgedrängt worden ist. Wir haben den Rechtspopulismus in Polen fast überwunden. Von daher gehe ich davon aus, dass jetzt Europa auch im Verhältnis zu der befürchteten Trump-Wahl nochmal ein neues Wachstumsmodell entwickeln muss, und das würde dann den Rechtspopulismus zurücktreiben. Okay, Herr Oswald, das nehmen wir gleich mit in die Runde, aber vorher übergeben wir direkt zu Frau Müller. Danke, Herr Oswald. Ich hoffe, Sie hören uns weiter zu und sprechen mit Frau Müller in Landshut. Hallo, Frau Müller. Ja, guten Tag. Guten Tag. Ja, ich wollte mich mal mit diesem Herrn Gottschalk und seinem CDU-Kollegen näher unterhalten, weil ich bin Bürgergeldempfängerin. Okay. Und ich mache diese Hetze jetzt seit Wochen und Monaten mit. Ich bin 64 Jahre alt, ich bin gut ausgebildet, hochqualifiziert, einige Weiterbildungen gemacht, und ich erlebe nur noch, dass hier Minijobs auf dem Markt angeboten werden. Ich war heute gerade wieder beim Bewerben. Ich bin ständig. Ich lasse mir nicht unterstellen von Ihnen und von gar niemanden in der Politik, man würde den Hintern nicht hochkriegen, um hier zu arbeiten. Es ist eine Unverschämtheit. Und jetzt sage ich Ihnen, wo ich das Problem sehe. Das Problem liegt darin, dass man Leuten wie mir dann sagt, naja, sie wollen arbeiten, da haben wir so einen Minijob. Ich habe heute einen angeboten bekommen, der hat unter der Stundenzahl, die Minijobs normalerweise haben. Davon kann ich nicht leben, damit kann ich mich nicht versichern. Da bleibe ich im System hängen. Das geht hunderttausenden Leuten genauso. Und deswegen möchte ich jetzt vorschlagen, dass diese Minijobs mal zurückgefahren werden, weil die Arbeitgeber sich damit nur die Sozialabgaben einsparen. Wir sollten in die Sozialsysteme wieder mehr einzahlen. Deswegen sollten wir eine Arbeit haben auf Vollzeit mit 8 Stunden, wo wir dann auch als Fachkräfte von den Arbeitgebern angelernt werden können. Dann sollte eingezahlt werden in die Sozialsysteme, in die Rentensysteme sollte eingezahlt werden. Und zwar sollten alle einzahlen, damit die junge Generation sich hier nicht beschissen und betrogen fühlt, weil sie auch nur mit Minijobs herumkriecht. Ja. Und dazu fehlt leider Gottes bei der AfD und bei anderen rechten Parteien der Mut, das mal in die Hände zu nehmen. Und bei unseren Parteien, die an der Regierung sind, sollte das auch mal angesprochen werden, dass die Arbeitslosen, die händeringend immer wieder nach Arbeit suchen, im System rotieren müssen und sich von ihnen noch beschimpfen lassen müssen und dass niemand davon Arbeit bekommt. Vielen Dank, Frau Müller. Ich bin sauer auf diese Politik. Das haben wir, auf die AfD. Das haben wir alle gemerkt. Danke für den Punkt. Ist, glaube ich, total angekommen. Jetzt wollen wir das mal direkt mit aufnehmen und in die Runde nehmen. Vielen Dank. Ihnen alles Gute und ich hoffe, dass Sie bald wieder einen Job finden. Aber jetzt geben wir das erstmal direkt, weil Sie die ja nun sehr direkt angesprochen haben, an Kai Gottschalk von der AfD. Was sagen Sie, Frau Müller? Also erstens gibt es immer Ausnahmen im System. Das ist leider so, wenn man Regeln trifft. Ich verweise da einfach auf die Studie von Clemens Fuß, der ja eine, muss man sagen, aussehenerregende Studie Anfang des Jahres veröffentlicht hat, indem er eben sagte, Arbeit für eine Familie beispielsweise, einer ist halbtags beschäftigt, einer voll mit 2 Kindern, ob nun in München, Düsseldorf, Berlin, Dresden, also den ganzen Großräumen, Frankfurt, alles reingenommen, Stuttgart, lohnt sich in einem Einkommenssegment zwischen 4.500 und 5.500 Euro die Arbeitsaufnahme nicht mehr. Warum? Weil wenn derjenige oder diejenige, die in Teilzeit arbeitet, aufstockt auf Vollzeitarbeit, eben durch alle Zuschläge, die dann auf der anderen Seite wegfallen, Wohnzuschläge, Kinders und so weiter, tatsächlich, er hat genau ausgerechnet, 39 Euro Cent, kein Versprecher, mehr Stundenlohn hätte in der Stunde. Das motiviert nicht. Und natürlich wird es auch immer Fälle, also ich wünsche der Dame, ich habe verstanden, dass sie sucht und auch dabei ist. Das finde ich auch alles großartig. Und es wird auch immer Fälle geben, auch in der Gesundheit, in jedem System. Da hat man tatsächlich in diesem Sinn einfach ein Ausnahmefall. Aber wenn ein Clemens Fuß sagt, wir müssen wieder dazu übergehen, dass sich Arbeit auch lohnt,
Und er hat wörtlich in dieser Diskussion, ich kann mich noch erinnern, da waren wir ja mit Regierungsvertretern, saßen wir auf der Bühne, haben diskutiert, gesagt, sie verhindern die Aufnahme von Arbeit. Und nochmal, für 39 Euro Cent kann ich jede Familie verstehen, die sagt, sorry, da noch Arbeitsweg, etc., lasse ich meine beiden Kinder da nicht daheim allein oder kümmere mich um andere Dinge. Das müssen wir angehen. Und die Dame vergisst eins, wenn sie so sagt, wir müssen in Sozialsysteme einzahlen und wir müssen Arbeitsplätze schaffen. Dazu brauchen wir Arbeitsplätze, dazu brauchen wir eine wettbewerbsfähige Wirtschaft und die haben wir nicht mehr. Das erkennen die Leute, dass da tatsächlich wenig gemacht wurde in den letzten Jahren und ich glaube, das müssen wir im Sinne aller ändern. Das will ich ja auch und das hat auch nichts mit Populismus oder Sie haben ja auch eben im Titel wieder gesagt, Rechtsextremismus, etc. zu tun. Wir sind eine konservative, rechte Partei und die möchte das Leistungsprinzip wieder in den Vordergrund stellen. Das waren meine Kollegen und das ist in Deutschland in den letzten 20 Jahren reichlich abhanden gekommen. Und ein rechtsextremer Beobachtungsfall laut Oberverwaltungsgericht. Da haben wir ja schon mal diskutiert, Herr aber, Mayer. Aber das wollen wir jetzt gar nicht, das machen wir in einer anderen Sendung. Frau Müller, Sie wollen auf jeden Fall noch mal was antworten, habe ich jetzt gerade gehört, über den Knopf in der Regie. Folgendes, wenn Sie, Herr Gottschalk und Ihre Kollegen, die Arbeitslosen auf diese billige Art ständig runtermachen, ja, das ist keine Argumentation. Wenn Sie mir jetzt erzählen, wir haben die Arbeitsplätze nicht, dann können Sie nicht auf den Leuten rumhacken. Dann hören Sie bitte schön auf, die Leute zu diffamieren. Das habe ich gar nicht gemacht und diffamiere ich. Und die Bevölkerung zu spalten. Hören Sie auf damit. Sagen Sie uns, was Sie für eine Lösung für das Problem haben. Ich nenne Fakten. Okay, Frau Müller, danke Ihnen. Nochmal für Ihren Vortrag ist angekommen. Ich würde sagen, wir gehen. Weil ich vielleicht auch angesprochen Sie war. Wurden, genau, das wollte ich gerade sagen. Es wurde ja nicht nur die AfD angesprochen, sondern auch Herr Hirte wurde angesprochen als CDU-Vertreter hier in dieser Runde. Also ich kann jetzt aus der Ferne und nach dem, was Frau Müller da jetzt sehr vehement und lautstark geäußert hat, überhaupt nicht beurteilen. Mhm. Wir müssen uns aber darüber im Klaren sein, dass die Gemeinschaft und der Staat und die Steuerzahler am Ende nicht verantwortlich sind für das Lebensglück eines jeden Einzelnen. Wir haben massiven Arbeitskräftebedarf. Und wenn jemand sagt, ich finde keine Arbeit, dann mag das ja sein in einem extrem spezialisierten Bereich, den man sich über Jahre mit einer fachlichen Qualifikation erarbeitet hat. Aber möglicherweise braucht es das nicht. Und dann kann doch derjenige aber nicht erwarten, dass der Staat sagt, na gut, jetzt hast du 15 Jahre lang eine spezielle akademische Ausbildung in deinem Lieblingshobby-Thema, das dich umtreibt und das dir gefällt, gemacht. Und jetzt hast du aber keine Lust, in dem anderen Bereich, wo wir Arbeitskräftebedarf haben, zu arbeiten. Wartest darauf, dass du den Job bekommst, den du dir selber wünschst. Das geht nicht. Okay. Hohe Qualifikation führt nicht automatisch dazu. Das war, glaube ich, auch nicht der Punkt. Ne? Ganz ehrlich, ich kenne praktisch niemanden, der arbeiten will und keinen Job findet. Wir haben irren Arbeitskräftebedarf. Er wird wahrscheinlich nicht den Job finden, den er mag. Das kann passieren. Okay, ist angekommen. Ich würde an dieser Stelle das einfach mal aufnehmen, aber den Ball mal so ein bisschen weiterspielen in einer Richtung, Herr Gottschalk. Sie haben unter anderem ja auch Herrn Fuest, den Ökonom vom IFO-Institut, ins Spiel gebracht. Sie haben den Arbeitskräftebedarf ins Spiel gebracht, Herr Hirte. Wir haben schon kurz über Migration gesprochen. Alle Ökonomen, inklusive Herr Fuest, sind sich unisono einig, ohne Nettozuwanderung, und zwar massive Zuwanderung, werden wir unseren Lebensstandard niemals halten können, weil unser größtes Problem ist der demografische Wandel, den wir auch nicht mit einem Schweizer Rentensystem übrigens überkommen können. Was sagen Sie darauf, Herr Gottschalk? Also tatsächlich sind die Zahlen so, wie Sie die nennen, aber wir werden auch, und das fällt bei diesen Betrachtungen meistens weg, KI wird sehr viele Arbeitsplätze auch in Bereichen in Zukunft abbauen, die das nie gedacht haben. Also nehmen wir Rechtsanwälte, nehmen wir künstlerische Berufe, nehmen wir sogar wahrscheinlich schon was diese KIs heute schon leisten. Das heißt, ich glaube, wir müssen die dynamische Entwicklung der Wirtschaft dort sehen. Vielleicht kann man auch über vernünftige Lösungen nachdenken. Da haben wir einen schönen Antrag im Bundestag gehabt, dass man sagt, wie kann man Rentnern, die möchten, noch ermöglichen, auch vernünftig, das war mal auch eine schöne Diskussion vor ein paar Monaten bei ihm im Programm, wie kann man also Menschen, die jetzt 67 oder 65 sind und noch arbeiten möchten, die Möglichkeit geben, wenn sie es denn wollen, vernünftig, sodass es sich lohnt, hinzuzuverdienen, ohne dann beispielsweise an der Krankenversicherung, das ist das häufige Problem. Ich will Sie gar nicht abwürgen, Herr Gottschalk. Ich will nur ein bisschen auf die Tube drücken. Clevere Modelle finden an der Stelle. Clevere Modelle, Frau Kador hat gelacht.
Ja, naja, also KI wird doch das Problem der Zukunft nicht lösen. Natürlich ist es so, dass unsere Arbeitswelt alles im Grunde genommen, jeder Bereich unseres Lebens von KI irgendwie beeinflusst sein wird. Aber damit können wir doch nicht tatsächlich den Arbeitsmangel beziehungsweise den Arbeitskräftemangel irgendwie nur ansatzweise aufheben. Ich glaube, was insgesamt auch, wenn ich das mal so sagen darf, wenn Frau Müller noch zuhört, ich glaube, das Anliegen von Frau Müller ist aber nicht nur im Bereich des Bürgergelds, wenn wir darüber diskutieren, auch gerne im Bereich der Migration, wenn wir darüber diskutieren. Unser Problem oder woran unser Diskurs vor allen Dingen ja, hakt oder zum Teil auch scheitert, ist, dass wir immer nur auf die Schwächsten unserer Gesellschaft blicken. Wir gucken auf Migrantinnen und Migranten, wir gucken auf Asylbewerberinnen und Asylbewerber, wir gucken auf Bürgergeldempfängerinnen und Bürgergeldempfänger und am liebsten, und dieses Geschmäckle kommt leider auch in allen Bundestagsdebatten so rüber, am liebsten wollen wir die Probleme abschieben, wegschieben, im wahrsten Sinne des Wortes und glauben, damit hätten wir dann irgendwas gelöst. Und ich glaube, diese Art und Weise, diese Probleme, kein Mensch schweigt die Tote. Also wir sind die allerletzten, die das totschweigen. Aber wir sind nicht diejenigen, die sagen, wir können Probleme und Menschen, also zweibeinige Probleme oder Herausforderungen einfach wegschieben und abschieben und dann hätten wir alles gelöst. Nein, denn die Wahrheit besteht doch darin. Wir haben Menschen, die hier einwandern wollen, zum Teil aus Schutzgründen, zum Teil aus Arbeitsgründen oder warum auch immer. Und wir haben einen eklatanten Arbeitskräftemangel. Und ich kann mal sagen, wofür wir Grün zumindest mal stehen und deutlich machen, sagen, dass wir die Menschen, die im Land sind, möglichst schnell an Arbeit bringen müssen. Die Arbeitsverbote müssen endlich wegfallen. Denn es ist ja das einzig Vernünftige und Pragmatische. Wenn wir schon so viele Menschen hier haben, die auch arbeiten wollen, dann müssen wir ihnen das ermöglichen. Das ist doch mal ein sehr pragmatischer Ansatz. Was nicht geht, ist, dass wir immer nur nach unten, ich sage es mal bewusst, im sozialen Gefüge nach unten treten. Das geht eben nicht. So, und jetzt machen wir hier wieder einen Punkt. Das war Ausdruck von Frau Müller. Und jetzt machen wir an dieser Stelle wieder einen Punkt, weil wir haben nur noch 11 Minuten nur noch. Ich habe noch ein bisschen was auf dem Zettel und wir haben einen Hörer, Herr Kemal aus Erlangen. Hallo. Ja, einen wunderschönen guten Tag aus Erlangen. Guten Tag. Ihr Punkt. Ich möchte gleich danach daran anknüpfen, was der Vorredner gerade gesagt hat. Wir haben ja eine Gesellschaft, wo ein Fünftel der Gesellschaft Migrationshintergrund hat. Und bei Jugendlichen ist das sogar ein Drittel der Gesellschaft. Und könnten wir nicht diese Taten, die Arbeit und die Leistung dieser Menschen in der Öffentlichkeit viel öfter darstellen? Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Es gibt 90.000 türkische Unternehmen, die machen jährlich ungefähr 50 Milliarden Umsatz. Sie tragen dazu bei, dass diese Gesellschaft auch funktioniert. Sie zahlen Steuern, sie arbeiten in vielen Bereichen und das wird gesellschaftlich gar nicht gesehen. Die AfD wird immer, meiner Meinung nach, viel zu sehr die Politiker auf AfD fixiert und was die AfD sagt, sondern das ist eine defensive Haltung, wenn ich so sagen darf. Man müsste viel offensiver gehen. Schauen Sie mal, was dieser Gesellschaft für Sachen passieren. Auch wenn die Migranten weg wären, dann würden viele Bereiche zusammenbrechen, zum Beispiel Altenheime und viele andere Bereiche dieser Gesellschaft, würden keine Menschen finden, die da diese Arbeit machen. Warum es mir geht, und ich bin als Migrant hier in diesem Land, geht es mir darum, dass in der öffentlichen Diskurs die Migranten, der ist falsch, auch Flüchtlinge, sehr negativ dargestellt werden. Okay. Und die Medien machen das sich da ein bisschen zu leicht, indem sie einfach immer wieder diese Parolen von AfD wiederholen, was dann eine Wirkung hat, die für uns alle schadet. Ist angekommen. Herr Kemal, danke Ihnen. Ich gebe das mal direkt weiter an Herrn Hirte, der jetzt länger nicht reden durfte. Ist das ein valider Punkt? Gucken wir eigentlich viel zu wenig auf das, was schlecht läuft bei der Migration und beziehungsweise viel zu viel, was schlecht läuft und viel zu wenig auf das, was gut läuft? Also ich glaube, Herr Kemal spricht da genau den richtigen Punkt an. Und zum Beispiel die türkische Community, die ist ja hier ins Land gekommen, um zu arbeiten. Die wurden aktiv angeworben, ein Großteil jedenfalls davon. Und ich glaube, das ist auch genau das, was wir in der Zukunft machen müssen. Wir müssen schauen, wo unsere eigenen Interessen sind. Das ist völlig legitim als Land, die eigenen Interessen in den Blick zu nehmen und zu schauen, was brauchen wir. Und dazu gehören qualifizierte Zuwanderer, die wir brauchen. Was wir nicht brauchen, sind Leute ohne Qualifizierung, ohne Schulausbildung, ohne ein Background, wo sie was mitbringen, wo wir auch als Volkswirtschaft was davon haben. Mhm. Dass wir trotzdem eine humanitäre Verantwortung haben, an der einen oder anderen Stelle etwas zu machen, ist eine völlig andere Frage. Aber so zu tun, als ob zum Beispiel ein Einwanderer oder
der klassische Einwanderer aus Afghanistan unserer Wirtschaft und unserem Arbeitsmarkt, das bringt, ist natürlich Quatsch. Da kann man sich mal die Zahlen anschauen, wie das mit dem Anteil derer anschaut, die arbeiten gehen, wie hoch die Sozialleistungen sind, die sie bekommen, wo sie Steuern zahlen. Das ist also extrem negativ. Aber dass man möglicherweise auf der einen oder anderen Stelle aus humanitärer Verantwortung was machen muss. Und, aber da muss man sich wieder fragen, wo machen wir das? Und da, Frau Godon, muss man schon sagen, die Grünen spielen insoweit eine schlechte Rolle, als sie auf europäischer Ebene alle Regeln, die europäisch sind, häufig verhindern, wenn es etwa um eine effiziente Außengrenzsicherung geht, wenn es darum geht, vernünftige Verteilmechanismen auf europäischer Ebene zu finden, Verteilmechanismen. Wir brauchen nicht jede Zuwanderung, wir brauchen nur die richtige Zuwanderung. Frau Godon. Ja, also zum einen, wie wir gerade vom Kollegen Gottschalk ja gehört haben, haben wir auch sehr viele Langzeitarbeitslose, die nicht alle ausländischer Herkunft sind. Das heißt, wir haben Menschen, die deutsch geboren sind und ebenfalls Probleme haben mit der Weiterqualifizierung. Das heißt, wir brauchen ein System in diesem Land, das auch niedrig qualifizierte oder schlecht qualifizierte relativ schnell befähigt, weiterqualifiziert, um eben doch schnell in den Arbeitsmarkt zu kommen. Das einmal als Antwort. Das andere, ich glaube, das wollte Herr Kemmer vor allen Dingen sagen. Es geht doch nicht darum, dass wir nur qualifizierte Arbeiterinnen und Arbeiter brauchen. Ja, und dann haben wir sie da und vielen Dank und schön, dass ihr da seid. Sondern diese Menschen sind dann Deutsche. Wir reden hier nicht über Ausländer oder Fremde. Die sind vielleicht, wenn sie ankommen, hier Fremde. Aber sie sind 20, 30, 40, 50, 60 Jahre später längst Deutsche. Und ich glaube, diese Anerkennung, ich glaube, davon spricht Herr Kemmer, die fehlt. Und das kann ich leider nur bestätigen. Ich bin auch hier geboren und aufgewachsen. Ich kann Ihnen schon auch sagen, dass nicht nur meine Eltern, sondern viele andere Menschen in meiner Umgebung genau diesen Aufstieg auch geschafft haben, ihren Teil beitragen zu unserem Wohlstand. Und das wird kaum gesehen, sondern dann auch leider mit der Migrationsdebatte oder mit der Debatte rund um Geflüchtete vermischt. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Themen, die wir aber leider, die Sie, und das sage ich jetzt mal ganz konkret, die AfD sowieso, aber leider auch große Teile der CDU, im Diskurs immer wieder vermischt. Okay. Und das ist gefährlich. So, jetzt ist es 11.24 Uhr. Wir haben noch 6 Minuten Zeit für unsere Diskussion. Ich würde jetzt doch noch mal den Blick ein bisschen nach vorne richten. Wir haben die Landtagswahlen im Osten im September, in Sachsen, in Brandenburg und in Thüringen. Ich frage Sie das direkt, Herr Hirte. Ist eine Brandmauer gegen die AfD im Osten auf Dauer aufrechtzuerhalten? Mir gefällt das Wort Brandmauer nicht, aber es ist von Ihrem Parteivorsitzenden klar, auch, ne? Der benutzt es auch. Es ist aber völlig klar, dass wir nicht mit der AfD zusammenarbeiten werden. Dazu gibt es auch einen einstimmigen Beschluss des CDU-Landesvorstandes, an dem auch die Kreisvorsitzenden Beteiligte waren, dass eine Koalition mit der AfD und auch mit der Linkspartei nicht in Betracht kommt. Hm. Das heißt, keine Chance, auch wenn die Null. Mehrheitsverhältnisse... Wie ist 0, das denn? 0. Okay. Frau Kador, jetzt fordern immer alle von der CDU die Brandmauer, die einzige Partei, die noch einigermaßen stabil im Osten ist. Gleichzeitig haben wir kommunale Parlamente, in denen die AfD mittlerweile längst stärkste Kraft ist. Ist das nicht auch immer ein bisschen Wohlfall von den anderen Parteien mit dem Finger auf die Union zu zeigen? Naja, ja und nein, es kommt auf die Perspektive an. Natürlich, die Union ist da stärkste Partei und natürlich, ich glaube, es ist in unser aller Interesse. Ich glaube, wenn wir das einfordern, fordern wir das gar nicht so sehr als Grüne ein, sondern ehrlich gesagt fordern wir das als Demokratinnen und Demokraten ein. Und andersrum würde die CDU das genauso tun, hoffe ich, ehrlich gesagt. Denn es muss natürlich Common Sense sein, das hat ja Herr Hirte ja jetzt gerade hier sehr deutlich mit 0,0 ausgedrückt, dass Demokratinnen und Demokraten alles daran setzen werden, ähnlich wie in Frankreich, ich will das nicht zu sehr vergleichen, aber zumindest alles daran tun werden, dass diese Brandmauer, und ich finde den Begriff übrigens gar nicht so schlimm, dass diese Brandmauer hält. Denn was nicht passieren darf, ist dieser Tabubruch, der historisch natürlich auch echt an wirklich ungute Zeiten endet in diesem Land, egal wo der stattfindet. Und dass wir dann natürlich an die CDU appellieren, aber überhaupt an alle, die in deren Möglichkeit das sozusagen liegt, diese Brandmauer aufrechtzuerhalten, ist doch ein Gebot der Stunde, um ehrlich zu sein. Ist es denn schon ein Tabubruch, wenn man beispielsweise gemeinsam mit AfD-Abgeordneten für in einem lokalen bzw. kommunalen Parlament für den Bau eines Kindergartens stimmt? Fragen Sie mich das? Ja. Also ich möchte mal vielleicht voranstellen, alle AfD-Politikerinnen und Politiker sind Menschen. Ja, ich möchte sie gar nicht alle verteufeln und sie ein. Also das möchte ich hier wirklich deutlich sagen, weil das darf auch nicht passieren, dass wir in der Debatte und in unserer Debattenkultur Menschen zu Feind,
Feinden erklären, zu politischen Feinden vielleicht, aber nicht zu menschlichen Feinden. Das möchte ich hier deutlich sagen. Deshalb möchte ich hier schon sagen, ja, es ist politisch gefährlich für uns und ich glaube, es ist auch nicht gut für unser Land, ehrlich gesagt, wenn Teile der Rechten an der Regierung beteiligt werden. Aber gleichzeitig sie so zu verdammen, dass man sie bis zu fast unmenschlich stilisiert. Ja, aber das war ja nicht meine Frage. Auch bewusst abwenden. Meine Frage war, wie ist das jetzt ganz konkret? In einem Parlament, in der AfD, Landrat oder wie auch immer, oder es gibt eine AfD-Initiative, da sollen Kindergärten gebaut werden, das könnte man so oder so machen. Das ist eigentlich ein sinnvoller Vorschlag, der nichts mit rechts oder links zu tun hat, sondern einfach nur mit Common Sense. Wie soll man sich da verhalten? Wir wissen ja, dass es in der Praxis längst passiert, dass auch zum Teil Grüne kommunal in irgendwelchen oder ähnlich mitstimmen oder gleichstimmen oder zustimmen, wenn AfDler oder AfD-Kolleginnen und Kollegen da vielleicht auch mal vernünftige Sachen vorschlagen. Ja? Aber das heißt ja trotzdem nicht in Gänze, dass man sagt, wir haben es hier zum Teil mit einer Partei oder mit Landesverbänden zu tun, die zum Teil rechtsextremistisch eingeschuft werden, die gefährliches Gedankengut hegen, mit dem man besser nicht zusammenarbeiten sollte. Aber de facto kommunal vor Ort, wir haben ja gerade über die Infrastrukturprobleme beispielsweise gesprochen, kann es halt sein, dass man ähnlich abstimmt oder zusammen abstimmt, um den Kindergarten endlich hinzubekommen. Das ist bitter, das ist nicht schön, das freut niemanden von uns, wenn ich das mal als Grüne sagen darf. Aber manchmal machen wir es und deshalb habe ich ja gerade gesagt, wir reden hier nicht von Unmenschen oder von Menschen, die nicht. Jetzt muss ich auch nochmal weitermachen mit Blick auf die Zeit. Es tut mir leid, wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich habe zwei Fragen noch. Die erste Frage, bitte auf eine einigermaßen kurze Antwort. Herr Gottschalk, wie blicken Sie eigentlich auf diese Brandmauer-Diskussion in der AfD? Ja, erstmal irritiert, weil wir sind genauso Demokraten. Man versucht ja immer die Oberhoheit auch im Parlament, liebe demokratische Parteien. Wir sind eine demokratische Partei. Wir sind Demokraten und gehören genauso zum Spektrum dazu. Ich glaube, die Brandmauer wird sich nicht mehr lange aufrechterhalten lassen, weil es ist die Macht des Faktischen. So hat man auch mal über die Linke geredet. Und dann war es, glaube ich, MacPom, dass das erste Mal gesagt hat, wir probieren es mal, weil da geht es ja nicht um NATO und um internationale Fragen, sondern um Landesfragen. Frau Gador hat es eben auch beschrieben, es beginnt auch auf der kommunalen Ebene, weil man hat uns von Anfang an in diese Ecke gestellt und die merken, da sitzen, und da bin ich Frau Gador sehr dankbar, dass sie das so gesagt hat, dass wir ganz normale Menschen sind, die eben tatsächlich in vielen Dingen konservativer ticken. Die alte CDU, sag ich mal, aus den 70er, 80er Jahren. Und insoweit, glaube ich, wird sich das normalisieren. Mein Appell ist auch an die anderen Parteien, da eine Normalisierung einzuleiten, im Bundestag beispielsweise uns einen Vizepräsidenten zu geben, etc. Ja. Und ich glaube, dann kommen wir viel entkrampfter in die nächsten Jahre. Herr Gottschalk, das haben Sie jetzt relativ geschickt gemacht. Wir sind nämlich jetzt wirklich am Ende unserer Sendung in Kontrovers. Vielen Dank an die engagierte und doch im Großen und Ganzen sehr sachliche Diskussion, an Kai Gottschalk von der AfD, an Lamir Kador von den Grünen und an Christian Härte von der CDU. Bis bald und auf Wiederhören.